Guten Tag. A. C. A. B. Was heißt das? Kleine Warnung vorab. Wer jetzt weitersieht, wird einer Gehirnwäsche unterzogen. Ja? Aber eine kleine Gehirnwäsche ist ja manchmal ganz gut. Bei all dem Dreck, der da oben drin steckt, der muss halt auch mal weg. Ja? Und dafür sorge ich jetzt. Okay? Also, mein Name ist Bormann. Ich bin vom Beruf Lehrer. Ich lebe in Berlin. Und A. C. A. B. Findet man häufig als Graffiti irgendwo an Häuserwänden. Und damit ist gemeint, all cops are bastards, aus dem Englischen halt übernommen, weil den Deutschen hier scheinbar selbst nichts einfällt, also den Linksextremisten, die ständig auf Demos mit Steinen werfen und dafür von Polizisten verprügelt werden und dann die Polizisten nicht mögen und dann diesen Spruch an die Wände schreiben. Ja? Also, was soll das? Warum sind alle Polizisten Bastarde? Ist das nicht menschenverachtend, dieser Spruch? Ja, natürlich. Es gibt viele Bastarde hier zwischen uns, ja. Ich selbst bin sozusagen mit einem oder einer verheiratet. Ja? Was bedeutet denn Bastard? Polizist? Nein. Dass sie unehelich geboren wurden. Ist das eine Schande? Lesen Sie die Menschenrechte. Ist da irgendwie von Menschen zweiter Klasse irgendwo die Rede? Nein, gibt es nicht. Wir sind alle Menschen und wir haben alle gleiche Rechte. Ja? Und da kann man niemanden ausgrenzen. Und schon gar nicht mit so einem wirklich üblen, ganz üblen Geschmäckle. Ne? Also, dass man jetzt wirklich Menschen, die schon in einer schwachen Lebenssituation geboren wurden, ausgrenzt. Und deswegen macht es jetzt das Ganze auch nicht besser, wenn ich jetzt das C ersetze durch Coronists zum Beispiel. Ne? All Coronists are bastards. Ich lache dann immer, wenn ich daran vorbeigehe, an diesem Spruch. Ne? Weil ich bin ja bekennender Bastardleugner. Ne? Bastardleugner ist also einer, der ablehnt, dass es Bastarde überhaupt gibt. Der dazu steht, dass die Menschenrechte gelten, dass wir alle die gleichen, unveränderlichen, unveräußerlichen Menschenrechte besitzen und dass ich tun und lassen kann, was ich möchte, solange ich damit niemandem sonst schade. So ungefähr im Groben. Kann man noch verfeinern. Ja, gibt es natürlich ein paar Regeln und Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin einer von den Nettesten und ich halte mich an die Regeln, die man von mir erwartet und meistens an zu viele. Ne? Eigentlich hätte ich mir mehr rausnehmen können und dann ist man im Nachhinein immer so enttäuscht, wenn das irgendwie nicht belohnt wird, dass man wieder mal so nett war. Ne? Und aber gut, anderes Thema. Wieder zurück zu dem Bastard. Eigentlich bin ich fertig, oder? A. C. A. B. heißt ursprünglich von Linksextremisten meist an die Häuserwände geschmiert. Alle Polizisten sind Bastarde. Ich bin Bastardleugner. Ich finde das kacke. Aber wenn das irgendwie eine Bewandtnis hätte, ja, dieses mit den zweitklassigen und drittklassigen Menschen oder sowas, wenn es die geben würde, was könnten die denn da heute hinschreiben? All Cops are ungeimpft oder so? Nee, ach Quatsch, gibt's ja nicht, ne? Also, ist ja genauso ein Blödsinn, ne? Also Ungeimpfte sind ja auch keine Menschen zweiter Klasse. Auch wenn manche Politiker so tun, ne? Aber, also ich bin bekennender Bastardleugner und natürlich auch Ungeimpftleugner und überhaupt ein Leugnerleugner. Und damit hat sich eigentlich auch alles erledigt, was man mir vorwerfen könnte, weil ich diskutiere zur Sache und mache da tatsächlich auch keinen Unterschied, mit wem ich diskutiere. Das kann ein Linksextremist sein, kann auch ein Nazi sein, ich rede mit denen. Ja? Ich will wissen, was die denken, sonst komme ich da ja nicht ran an die Leute. Dann weiß ich ja auch nicht, ob die recht haben oder ob die falsch liegen. Extremisten liegen meistens falsch, davon mal ganz abgesehen. Ne? Das sieht man ja auch schon an diesem dummen Spruch. Ne? A. C. A. B. Also, albern. Okay. Jetzt ist ihr Gehirn gewaschen, jetzt ist es wieder sauber, jetzt kann sie wieder selbst denken. Alles gut.